Hallo zusammen, es gibt ein neues Feature oder eine Erweiterung des Features, was ich, ich sage mal, ein Riesenfan bin, weil es sehr, sehr wichtig ist und LinkedIn hat das jetzt erweitert. Die Rede ist von Kenntnissen. Früher konnte man 50 Kenntnisse erstellen und auch bestätigen lassen. Das waren nicht eine, sondern maximal 99 plus heißt das Zeichen, aber es sind dann 100 Bewertungen. Und LinkedIn hat jetzt extrem stark auf SEO gesetzt. Die Leute, die ein bisschen googeln und vielleicht ihr eigenes Profil oder eigene Unternehmensseite googeln, sehen relativ schnell, dass das sehr detailliert geworden ist. Das heißt, zum Beispiel die Follower sieht man, aber auch die Kenntnisse, wenn man die Person googelt oder nach spezifischen Kenntnissen sucht und das mit LinkedIn verknüpft, also in der Suche bei Google zum Beispiel Social Selling LinkedIn-Experte und dann bekommt ihr nicht nur eine Person in Google, sondern eben auch ein LinkedIn-Profil, wo das detailliert drinsteht. Ich möchte euch zeigen, wie das funktioniert. Ich muss schnell darüber schauen. So, jetzt seht ihr den Bildschirm. Das ist mein Profil und wenn man runterscrollt, bei mir ein bisschen weiter als bei manchen anderen, weil ich eben alles ausfülle, kann ich euch hier zeigen, dass es eben, ich muss ein bisschen zoomen, dass das ein bisschen geht, das, nee, geht nicht, leider, so, doch geht. Ich habe jetzt 87 Kenntnisse, also heute früh um 6.30 Uhr, glaube ich, konnte ich das machen. Ich habe die ganze Woche versucht, weil ich wusste, dass das neue Feature kommt, respektive die Erweiterung da ist, habe ich angefangen, meine Kenntnisse zu erweitern. Vorhin waren es 50, jetzt sind es 87 und maximal sind 100 möglich. Warum sollte man das machen? Diese fettgeschriebenen Begriffe, alle, ich kann da mal aufmachen, die sind alle SEO-tauglich. Nicht nur bei den Kenntnissen, sondern auch bei der Berufserfahrung oder sonstige Bereiche im Profil. Alles, was fett geschrieben ist, ist SEO-tauglich. Dementsprechend ist es natürlich wichtig, dass ihr da die richtigen Schlagwörter verwendet, um auch gefunden zu werden. Bei mir sind das die Kenntnisse, die ich sowieso schon habe, aber eben keinen Platz hatte, um diese noch zu erweitern, wie zum Beispiel Corporate Branding auf LinkedIn, LinkedIn Influencer Branding, LinkedIn Community Top Voice, das sind alles Dinge, die ich mache und tue und helfe. Akquise auf LinkedIn, ihr seht ganz viele Begriffe und die haben alle jetzt natürlich noch keine Bestätigung. Das Spannende, was da jetzt ist, das Rennen geht natürlich sehr, sehr schnell weiter. Das heißt, ich bin ziemlich sicher, dass man nur wenige Bestätigungen braucht, um dafür auch gefunden zu werden, weil LinkedIn den Fokus auf SEO setzt. Also meine Empfehlung an euch, sucht euch die richtigen Schlagwörter, Keywörter oder Begriffe aus, die ihr eurem Profil unter Kenntnisse hinzufügen könnt. Falls ihr das nicht könnt oder nicht wisst, was ihr machen solltet, ich habe das auch getestet. Ich habe ChatGPT gefragt, schreibt mir die wichtigsten SEO-Begriffe zu dieser Branche, zu diesem Business oder zu mir und meiner Tätigkeit. Und dann liefert er relativ simple Begrifflichkeiten, die du verwenden kannst. Also nutzt die Möglichkeit, zuerst mal eure Kenntnisse auf 50 zu heben und jetzt auf 100 zu heben, weil es wirklich sehr, sehr wichtig ist. Der Tipp für Stellensuchende, falls ihr stellensuchend seid, dann bitte schaut doch auch bei den LinkedIn-Jobs nach, das findet ihr da oben, habt ihr die Möglichkeit, die passenden Stellen und die Begrifflichkeiten zu matchen. Also ihr könnt da nachher im Prinzip die Kenntnisse hinzufügen, dann wird der automatische Job-Match im Prinzip bei dir schneller angezeigt, dass du ein besserer Match bist, also hast du mehr Chancen, überhaupt ins Gespräch zu kommen. Also dieser Trick ist sehr, sehr wichtig für Stellensuchende und für alle, die Business Professionals sind oder Experten in einem Bereich sind, dann muss ich hoffentlich nicht mehr erklären, wie wichtig das ist, wenn man gefunden wird. Also unbedingt geht auf die Kenntnisse, bestätigt Kenntnisse von anderen und füllt die aus und fragt euer Netzwerk aktiv nach. Also bittet sie, bei mir auch, ich bitte euch, die ersten paar mal zu bestätigen. Ich bin dann meistens so gut, dass ich da sage, hey, der hat mir bestätigt, ich mache das zurück. Das ist für mich klar. Ich gehe auch davon aus, dass alle die Kenntnisse hinschreiben, die sie auch haben.
Sonst macht es ja keinen Sinn, weil man wird ja für das gefunden. Also wenn hier Koch steht und ich kein Koch bin und jemand einen Koch sucht, dann werde ich für das angesprochen. Es macht also keinen Sinn, falsche Informationen oder veraltete Informationen hier weiterhin zu verwenden. Also im Notfall die alten löschen und als neue ergänzen. Sehr gut. Machen wir das wieder so. Da könnt ihr mich schnell anschauen. Also vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dieses kurze Video hilft euch, euch besser zu positionieren. Falls ihr Fragen habt, kommt ungeniert auf mich zu. Und ich werde via Chat natürlich euch weiterhelfen können oder ein paar Tipps geben können. Also vielen Dank und alles Gute. Happy Social Selling. Tschüss.